Seit Mitte Mai ist das 9-Euro-Ticket erhältlich. Heute ist der Startschuss für das vergünstigte Nahverkehrsticket. In den Monaten Juni, Juli und August können Kundinnen und Kunden damit für jeweils 9 Euro den Nahverkehr nutzen. Und das bundesweit. Ein Angebot, das offenbar viele Menschen interessiert. Laut Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP wurden vor dem Start heute bereits 7 Millionen Tickets verkauft. Ja, und am Hamburger Hauptbahnhof steht mein Kollege Andreas Hilmer. Andreas, wie bereitet sich die Bahn auf den Start des 9-Euro-Tickets denn heute vor? Ja, die Bahn sagt, sie ist gut vorbereitet. Sie hat sozusagen ganz neue Berufsfelder geschaffen. Wir sind hier direkt an den verschiedenen Gleisen. Da hinten ist ja der öffentliche Nahverkehr. Der ist immer voll, der läuft. 700.000 Menschen haben sowieso das Abo. Da merkt man einfach nur auf dem Konto dann, das wird billiger, 9 Euro statt über 100. Aber die Bahn hat sich vorbereitet und hat so sozusagen Einstiegslotsen. Das ist dann der Bereich hier hinten, wenn man ein bisschen rüber geht. Einstiegslotsen sollen helfen, dass es auf den Bahnhöfen gerade gleich, wenn es aufs Pfingsten zugeht, in den nächsten Tagen nicht zu voll wird. Da stehen dann Menschen in Gelb und sagen, gehen Sie doch nach E, gehen Sie ganz nach vorne. Da ist es leerer. Oder auch Reisendenlenker. Also sowas gab es vorher noch gar nicht. Da geht es dann eher darum, Mensch, so viele Leute sind im Fahrrad da, die passen nicht alle rein, können die nicht den Zug später nehmen und so weiter. Also solche Dinge machen sie, die Bahn. Und natürlich, die Züge werden länger. Es wird dann immer schwierig, wenn es darum geht, kann er denn an einem kleinen Bahnhof auch anhalten, wenn der Zug viel zu lang ist. Aber es gibt natürlich auch Kritiker, mit denen wir heute Morgen gesprochen haben, die gesagt haben, was nützt mir dieser ganze Aktionismus, wenn ich auf dem Land wohne und da fährt gar kein Zug. Da fährt der Bus nur alle 1,5 Stunden. Das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Aber es wird gut angenommen. Also gerade hier in dem Millionen sozusagen Metropole Hamburg haben eben schon 1 Million insgesamt, die dieses 9-Euro-Ticket das gekauft. Mhm. Sie haben sich ja mit vielen Fahrgästen unterhalten. Was sagen denn die Menschen zum 9-Euro-Ticket? Gehen Sie davon aus, dass durch die Aktion der Umstieg auf Bus und Bahn dauerhaft klappen wird? Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist natürlich, es gibt keine Erfahrungswerte. Die Bürger sagen, wenn sie kritisch sind und was ist danach, wäre schön, wenn es durchgehalten wird. Denn dann zieht es die Leute wirklich beim Pendeln vielleicht dahin, dass sie nicht mehr das Auto nehmen, um ins Büro zu fahren hier in der Innenstadt, sondern wirklich pendeln und nehmen dann auch wirklich den Zug. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, das ist eine tolle Sache, gerade im Sommer, weil Familien wirklich entlastet werden. Das ist ja so die Idee gewesen, nämlich man kann mal an die See fahren. Ich habe mal nachgeguckt, wenn man aus Dortmund kommt und will mal nach Sylt mit der ganzen Familie. Der Preis ist klar, 9 Euro pro Person, ab 6 Jahre muss jeder ein Ticket haben, aber 8 Stunden 40, 6 Mal umsteigen, das ist dann so eine Sache, aber es lohnt sich, man kann es machen. Also die Meinungen gehen hin und her und ob es wirklich dazu führt, dass da genug Anreize sind, damit Leute umsteigen, das kann man dann erst in 3 Monaten sagen. Und was wird für das Wochenende erwartet? Nun steht Pfingsten vor der Tür, da werden doch sicherlich mehr Menschen das Ticket nutzen. Hat die Bahn überhaupt die Kapazitäten, um dann diesem Ansturm gerecht zu werden? Also die Bahn sagt, sie bringen alles auf die Schiene, was sie haben, an Personal, an Manpower, aber auch an Zügen. Gerade hier in Hamburg geht es natürlich dann vielleicht, das Wetter wird ja besser, an die Ostsee, an die Nordsee. Ich habe gerade mal hinter mir geguckt, der Zug da, das ist ein ICE nach Sylt, den darf man natürlich für 9 Euro nicht nehmen, der fährt da auch hin. Aber gerade von Hamburg-Altona oder auch von hier gibt es eben Regionalexpresse, die fahren dahin. Es wird voll, es wird garantiert voll und es wird auch im Sommer dann voll. Aber wenn man genau hinguckt, ist die Bahn ja auch ohne 9-Euro-Ticket meistens schon voll. Es gibt Leute, die sagen, jetzt steige ich aufs Auto um, denn die Bahn wird mir zu voll durch das 9-Euro-Ticket. Das ist natürlich dann der gegenteilige Effekt, den man nicht haben will. Die Bahn findet sich vorbereitet. Man muss jetzt mal gucken, wie es dann sich quetscht mit den Fahrrädern, mit den Pendlern, mit den Leuten, die sowieso fahren müssen und mit denen, die zusätzlich sagen, endlich habe ich das Ticket und kann endlich mal in die See fahren. Aber es gilt eben, wie gesagt, nur im Regionalverkehr, aber da eben die Flatrate deutschlandweit. Danke für diese Eindrücke, Andreas Hilmer vom Hamburger Hauptbahnhof.